شيخ الإسلام رحمه الله بريء. عندك جروب زوم بايشبيل الأحباش und viele Gruppen, diese Gruppierung, diese Sekten richtig, die sagen, dass er Takfir ist. Al-Rawafid zum Beispiel, Al-Qadriya, Al-Murji'a sogar, die sagen, dass Ibn Taymiyyah Rahimahullah ist ein Takfiri. Die wissen nicht, wer Ibn Taymiyyah ist. Schau mal, was er gesagt hat. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Lihada yajibu al-Ihtiraz, muss man richtig aufpassen. من تكفير المسلمين dass man المسلمين تكفير gibt muss man richtig achten und richtig aufpassen بالذنوب والخطايا dass jemand ein Sünde gemacht hat und dann auf einmal der ist kafir قال ابن تيمية muss ihr aufpassen فإنه أول بدع أول بدعة ظهرت في الإسلام كانت في هذا أو في هذا الموضوع في تكفير الناس بالكبيرة في مجموع الفتاوى كما قال ابن تيمية رحمه الله وكان أول من أظهر التكفير بغير حق هو هم الخوارج The first group that has erfunden hat sind الخوارج الخوارج die waren mit Sahaba رضي الله عنهم Das heißt, diese Leute wenn die gute عقيدة gehabt haben die werden auch تابعين Aber meistens von denen, Allah musta'an, obwohl Khawarij sind, die haben Takfir auf Ali, radiyallahu anhu, Takfir auf Uthman, radiyallahu anhu, aber trotzdem die Sahaba die haben nicht auf die Takfir gemacht. Sagen wir, obwohl die Sahaba sind, trotzdem die haben nicht gesagt, dass Al-Khawarij Kuffar sind. Obwohl diese Khawarij haben sie gesagt, dass meistens Sahaba Kuffar sind. كان أول من أظهر التكفير بغير حق. إذاك التكفير ohne Beweise. وإلا فإن التكفير من الدين. Aber ich sage jetzt التكفير ohne Beweise. Nicht, dass du jetzt sagst, ich frage ich stelle eine Frage. Ich sage zum Beispiel, Was ist für dich Fir'aun la'anahullah? Allahu a'lam. Was ist für dich Abu Lahab? Weiß ich nicht. Ach, Abu Lahab ist ein Kafir. Fir'aun la'anahullah ist ein Kafir. Weil Allah Azza wa Jalla hat das im Koran gesagt. Abu Lahab auch genauso. Allah Azza wa Jalla hat das auch in Koran auch gesagt. Aber dass du mir sagst, weiß ich nicht? Nein. Hadi leist bi'aqida. Aqid al-Salaf. Wer war Qarun? Kafir oder Muslim, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich muss nicht sagen. Nein, musst du sagen, weil hast du einen Beweis im Koran, dass er ein Kafir ist. Ja? So waren sie auch Al-Murji'a. Oder auch heutzutage diese Murji'a von heute. Du sagst, was ist für dich eine, der richtig Kafir ist, der Kühe anbetet. Weiß ich nicht. Ob er Muslim ist oder Kafir, weiß ich nicht. Was weißt du nicht, du Hund? ف